Das Wetter spielte mit, als das Azurit Seniorenzentrum Bautznerberg in Kamenz am Wochenende sein 5-jähriges Bestehen in Kamenz und das 25-jährige Firmenjubiläum gleichermaßen feierte. Einrichtungsleiter Ralf Domschke hatte außerdem noch von einem weiteren Jubiläum zu berichten. Wir feiern heute 2, eigentlich 3 Jubiläen, wie ich gerade erfahren habe. Nämlich einmal die Gründung der Azurit-Gruppe vor 25 Jahren und einmal unser 5-jähriges Hausjubiläum, weil heute zum 1. September 2017 ist dieses Haus als kompletter Neubau in Betrieb gegangen. Gleichzeitig verbinden wir diese Feier heute mit einem jährlichen Ereignis, was die Azurit-Gruppe seit 10 Jahren ins Leben gerufen hat, nämlich festliche Konzerte mit dem Konsortium Felicianum, die sich, wie ich gerade erfahren habe, vor 40 Jahren in Leipzig gegründet haben. Zwischentöne hieß das diesjährige Programm der Musikergruppe um den Gründer Felix M. Schönfeld. Bewohner, Angehörige und Gäste waren dieses Jahr nicht ins Kamenzer Theater, sondern direkt auf den Bautznerberg geladen, um das Bestehen gebührend zu feiern. Hauseigenem Catering wurden die Besucher der Veranstaltung zusätzlich verwöhnt. Ein Teil der Eintrittsgelder geht dieses Jahr übrigens als Spende an die Kita Bunte Steinchen in Nebelschütz.